Vorsorge und wurde von Magister Karina Zweiner vom Diakoniezentrum Spatzstraße Linz eingereicht. Das Diakoniezentrum bietet zwei in Österreich einzigartige sozialtherapeutische Wohngruppen, speziell für Jugendliche mit Magersucht und Essbrechsucht. Vorrangiges Ziel der 12 bis 18 Monate dauernden stationären Behandlung sind, ein positives Selbstbild zu entwickeln sowie ein symptomfreies Essverhalten wieder zu erlernen und damit ein gesundes Gewicht zu erreichen. Die Rückfallprophylaxe ist bei der Behandlung von Essstörungen ein überaus wichtiger Faktor. Zur Prävention von Rückfällen bietet Kaya Mobil zur Nachsorge eine mobile Einzelbetreuung für KlientInnen in ihrem gewohnten Umfeld und unterstützt die gesamte Familie in Form von klinisch-psychologischer Beratung und Ernährungstherapie. Bitte Lehre Suizidpräventionskampagne ist das Siegerprojekt in Kategorie 2. Es wurde von Magister Andreas Prenn, dem Leiter von SUPRO, dem Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention von Altenberg, eingereicht. Die Covid-19-Pandemie brachte eine steigende psychische Belastung, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, sodass mit einem zeitlich verzögerten Anstieg von selbstverletzendem, suizidalem Verhalten zu rechnen ist. Mit einer groß angelegten Präventionskampagne soll das Thema Suizid von Kindern und Jugendlichen enttabuisiert werden. Wesentliches Ziel ist es, mit einem breiten Maßnahmenmix auf die meist vorhandenen Signale aufmerksam und die Beratungsangebote bekannt zu machen. Mit dem Claim: Ich frage nach, ich höre zu, ich hole Hilfe, wenn jemand Suizidgedanken hat, mach du das auch, fordert die Kampagne auf Signale zu reagieren und das Gespräch zu suchen. Gespräche können Leben retten. In Kategorie 3 wurde das Projekt Raupe, eingereicht von Kerin Stefanides, der Leiterin von Ladybird, dem ersten autonomen Kompetenzzentrum in Kärnten, zum Siegerprojekt gekürt. Um einen Schmetterling lieben zu können, müssen wir auch ein paar Raupen mögen, ist der Leitspruch des Kompetenzzentrums für psychosoziale und gesamtheitliche Beratung, Begleitung und nachhaltige Bildung. Schwerpunkt des Projekts Raupe ist die Förderung von Jugendlichen, welche in ihrer Ursprungsfamilie in einem sehr rigiden System aufgewachsen sind und wofür Kinder und ihre Bedürfnisse kein Verständnis vorherrscht. Mit einem umfassenden Seminarmodulprogramm werden betroffene Kinder und Jugendliche von einem großteils ehrenamtlichen Team über viele Jahre hindurch begleitet und in ihrer Persönlichkeitsbildung umfassend und bestmöglich unterstützt. Muss kommen, will bleiben, lautet der Titel des Siegerprojekts in Kategorie 4, eingereicht von Frau Magister Judith Farnberger von der Neuen Mittelschule MMS für Musik und Ökologie in Gmünd. Kindern mit Fluchthintergrund die soziale Integration zu erleichtern, dafür setzt sich die kleine Schule im Waldviertel ein. Mittels spezieller Sprachförderung, Musik-, Tanz- und Theatervorführungen sowie gemeinsamen Kochveranstaltungen wird die Integration der vor Krieg und Krisen in Ukraine, Syrien und Afghanistan geflüchteten Kinder gefördert. Mit Einnahmen aus diversen Schulfesten werden sie gleichzeitig auch finanziell unterstützt, um an Sportwochen und Exkursionen teilnehmen zu können. In regelmäßigen Abständen finden zudem Zusammentreffen und Austausch mit den Eltern der Kinder statt. Durch eine positive, wohlwollende Atmosphäre und den nötigen materiellen Mitteln soll aus einem Muss kommen ein integratives Willbleiben entstehen. Der Würdigungspreis 2023 erhält der Dokumentarfilm Gendefekt, eingereicht von Frau Magister Monika Rammel, der Vorsitzenden von CanSex Foundation Zebra Kinder, produziert von den Filmemachern Nico Milonas und Kuno Büsel. Der Film handelt von CanSex, einer sehr seltenen Erkrankung, die durch eine umfassende Entwicklungsverzögerung oder geistige Behinderung das Leben für Betroffene einschränkt. Eine von über 7000 seltenen Erkrankungen, von der kaum jemand weiß, wenn er nicht selbst vom Schicksal berührt ist. Die meisten der betroffenen Familien kämpfen, um Wissen zu erlangen, das ihnen und ihren Kindern hilft und die Spielregeln für das Schicksal ihrer Kinder neu schreibt. In ihrem Film Gendefekt haben sich die beiden charismatischen Filmemacher weltweit auf Spurensuche begeben, um das Schicksal von Familien mit der Diagnose De-Novo-Mutation CanSex zu dokumentieren. Feingespür gehen sie der Frage nach,
was unter der seltenen Erkrankung Cat6 zu verstehen ist und was Alltag für betroffene Familien bedeutet. Ja, bitte um Applaus.